Und dann schauen wir das vierte Thema an, Haftung. Bei Versicherungslösung haften Sie für die Versorgungszusagen, die auf dem Versprechen der Versicherungsgesellschaften beruhen. Das ist das ganz Wesentliche und Entscheidende. Bei der pauschalodierten Unterstützungskasse haften Sie ebenfalls für die Zusagen, bloß da haben Sie im Vergleich zur Versicherungsgesellschaft das Kapital und das Geld selbst in der Hand und müssen nicht unbedingt in Staatspapiere und so weiter anlegen. Ich habe am Wochenende einen Artikel gelesen von der Allianz, die im Prinzip so einen Markt einschätzen und haben gesagt, ja, momentan ist Italien und Spanien vom Ding her wieder, vom Risikoportfolio wieder hochinteressant zur Anlage. Weil einfach die Aufschläge wieder im Verhältnis zu dem Risiko, das heißt ganz gering einschätzen, sind die Aufschläge einigermaßen hoch und das ist absolut interessant. Das war der Artikel, den ich am Wochenende gelesen habe. Also das, wenn man liest, da fehlen einem die Worte, was man dazu sagen könnte. Aber wie gesagt, wenn es ein Unternehmer machen mag, der kann natürlich auch Italien und Spanien kaufen. Der braucht bloß immer das lesen, was die Allianz macht. Das kann er gern nachmachen. Anlage ausschließlich der positiven Liquidität erfordert eine Verzinsung von 4,3% ohne Fluktuation und ohne Versorgung neuer Mitarbeiter und ohne, dass Sie einen zusätzlichen Cent aufwenden müssen. Wollen Sie sich finanziell am Versorgungswerk beteiligen? Das ist die zweite Spalte. Und legen konsequent 60% des Darlehens an oder vielleicht auch nur 50. Es sind nach Rückfluss des ersten Unternehmens verbleibt nach Auszahlung der letzten Versorgungsleistung bei einer Verzinsung von 4,3% ein Betrag von knapp 2,4 Millionen Euro. Die Zahl ist jetzt nicht so ausschlaggebend, weil ich nicht weiß, was im Jahr 2075 2,4 Millionen Euro sind. Aber das ist absolut interessant. Wir haben hier nur, die es verwendet haben, nur positives Feedback. Dann sagen wir, gestaltbar ist durch Sie unter anderem die Verzinsung der Versorgungsbeiträge, wenn Sie hier vorsichtig kalkulieren wollen. Das ist auch deshalb ganz wichtig, wenn irgendwo einer später mal sagt, ja, warum der Zinser das. Ich meine, wir haben ja alles unterschrieben. Der gestaltet ja seine Versorgungsordnung. Aber dann ist er wieder an der Stelle mehr darauf hingewiesen und wieder an der Stelle deutlicher das Ganze dargestellt und letztendlich gesagt. Und das sind also die zwei Seiten. Wie gesagt, erste Seite, Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, die Eckpunkte. Finanzierung, Bankenunabhängigkeit, die Eckpunkte. Und dann noch zur Haftung ein paar Dinge, dass Sie sagen, ja, was kostet mich das Ganze, was muss ich bringen, wie schaut es in der Finanzierung aus? Also ich muss sagen, wenn wir mit dem Blatt arbeiten oder mit dem Blatt gearbeitet haben, man verliert sich nicht mehr in den Musterberechnungen. Bei mir war ein Wirtschaftsprüfer vor, also ist jetzt schon wieder ein Vierteljahr her, der war am 1. November, am Feiertag ist er gekommen, hat vorher gesagt, ja, dann Kunden und möchte auch pauschalodierte Unterstützungskasse. Ja, habe ich gesagt, brauchen Sie Unterstützung? Nein, nein, das will er alles allein machen, das macht er allein, er möchte sich sowieso in die Materie reinarbeiten. Ja, dann war er am 1. November dann da und hat gesagt, ja, war gestern mit einem Kunden zusammengesessen, in einer halben Stunde das alles erklärt, ganz gut gelaufenes Gespräch, war alles super und dann sind wir in die Musterberechnung gegangen, da haben wir dann nochmal 2 Stunden gesprochen und ich glaube, da habe ich den Kunden verloren. Hat er gesagt, ja, ist logisch. Wenn ich in die Musterberechnung reingehe, dann verliere ich an irgendeiner Stelle einen Kunden, weil es immer irgendwo eine Zahl gibt durch irgendeine Besonderheit, weil der einen besonders alten dabei gehabt hat, warum ist denn das in dem Jahr so oder warum ist das hier das oder wie ist denn die Zahl? Und dann gehen Sie her, dann berechnen Sie, dann kommen Sie vielleicht nicht gleich drauf, dann berechnen Sie andersrum, dann sagt er, der kennt ja seine Zahlen selber nicht richtig. Oder, also es ist einfach tödlich. Oder beziehungsweise, wenn ich da durchgehe durch die Berechnung, dann will ich dem. Ich will nichts verschleiern. Es ist ja auch nicht die Berechnung so, dass man die sagen, schau, dass das mal schnell sehe, aber kopieren darfst du das nicht und behalten darfst du das auch nicht. Der kriegt ja seine Berechnung. Das ist gar nicht das Problem. Der kann es haben und er kann es durchlesen, wie er mag. Und wenn er eine Frage hat, kann er auch eine Frage stellen. Aber ich gebe nur das Gefühl, das heißt, es geht nur das Gefühl, ich zeige es auch wirklich verstandesmäßig und sage, schau, das sind die Berechnungsannahmen. Ich sage, wie wir rechnen. Wir rechnen hier vorsichtig. Wir könnten auch mit Fluktuation rechnen. Schau, wenn du da Fluktuation hast von 3%, dann scheidet bei dir jedes Jahr durchschnittlich ein Mitarbeiter aus, 5 Mitarbeiter innerhalb von 5 Jahren. Das heißt, 25% deiner Versorgungsleistung, ABG finanziert, brauchst du überhaupt nicht zahlen, die wir da drin haben.
Wenn später nur Mitarbeiter ausscheiden, nach 10 und 15 und 20 Jahren, sparst du immer noch was. Bleibt immer noch mehr übrig. Wir rechnen hier mit partieller Steuerpflicht. Das heißt, wir gehen davon aus, dein Unternehmen stirbt sofort aus und alle unsere sonst will 100 Unternehmen in der Unterstützungskasse, die sterben auch alle auf. Es kommt kein neues mehr dazu. Und die wir haben, die steuern es auch von heute auf morgen ein. Also sieht jeder, wie schlecht es gerechnet ist. Versuchen, das Gefühl zu geben. Und dann sage ich, schau, wir haben alles durchberechnet, von links nach rechts. Da siehst du das, da siehst du das, da findest du deine Steuersparnis. Und daher, schau, das ist die Spalte mit der freien Liquidität. Schau mal her, du hast da jedes Jahr das. Und da haben wir es hinten nochmal durchgerechnet, wenn sie jetzt 0 auf 0 rechnen muss, brauchen wir ungefähr das und das. Wenn du wirklich keinen Geld, also du stellst dich vor den Mitarbeiter und sagst, liebe Mitarbeiter, wenn ihr was macht, verzinse ich euch das total super. Und ich zahle alle Kosten, PSV, Fels und so weiter, die ganze Beratung, ich zahle alles ich. Und zu einem Überfluss, ich gebe euch nochmal 50% Arbeitgeberzuschuss obendrauf. So stellt er sich ja hin. Aber in Wirklichkeit wird alles aus der freien Liquidität, aus der Steuersparnis und der Entgeltumwandlung im Worst Case im Prinzip bezahlt. Also es gibt ein Gefühl, wie wir hier rechnen und dann gehe ich immer durch und sage, schauen Sie, ich zeige Ihnen mal die Eckpunkte. Mir geht es ja darum, dass er das begreift, weil die Berechnung, die ist genau dann falsch, wenn einer von seinen 20 Mitarbeitern nicht mitmacht. Und die ist auch dann falsch, wenn einer sagt, naja, ist zwar ganz gut, aber ich mache bloß 150 Euro statt 220. Und wenn die Sekretärin sagt, naja, 60 Euro, mehr kann man eigentlich wirklich nicht leisten. Wir haben einen Mann, der verdient gut und was man da an Versorgung aufbauen kann, das ist exorbitant. Für Frauen ist Versorgung absolut wichtig. Ich mache 200 Euro, weil auf die 100 Euro netto kann ich verzichten. Habe sowieso Lohnsteuerklasse 5 hier. Ja, dann schaut die Berechnung wieder anders aus. Wir rechnen hier mit Erfahrungswerten, wir rechnen hier mit dem, was man so vorstellen kann. Aber er muss das System begreifen und er muss das Potenzial verstehen. Er muss verstehen, was ist, was hat es, wenn ich jetzt mit einem Mitarbeiter diskutieren muss, bleibt er nicht, was macht das aus, wenn so ein 30-Jähriger anfängt und ich sage, hey, du kriegst bei mir 220 Euro brutto weniger als das, weil auf das sollst du verzichten, dafür gibt er dich das oben drauf, dann hast du eine Versorgung von 300.000 Euro, du verdienst dann damit netto 100 Euro weniger, mit 100 Euro netto kommst du auf die nächsten 37 Jahre auf 300.000 Euro hin, dann ist das schon ein Wert, dann hat das schon ein Gewicht in der Einstellung. Und die Vorteile muss er im Prinzip kennen. So, das ist das, was wir neu machen. Also es gibt überall das Blatt dazu und es wird überall die Kapitalabfindungsvariante geben.